Nabend, ich war auch heute den ganzen Tag bei The Family und hab den Ostermontag bei der Family verbracht. Entspanntes Mittag, Kaffee trinken. Genau, Mittag trinken. Ihr wisst Bescheid. Und ja, deshalb kann das Video heute erst um diese späte Uhrzeit erscheinen. Ich bitte es zu entschuldigen. Ja, es ist Feiertags, es ist Ostern, das verbringt man bei der Family und ja, vielleicht ist das ja gar nicht so schlimm, weil ihr auch den Tag bei der Family verbracht habt und ja, bitte nehmt es mir nicht für übel. Und ja, viel Spaß mit dem Video, ein kleines Sims-Video, das ich für euch gedreht habe. Auf geht's! So, als erstes, Moment, was ist das? Naja, egal. Als erstes wünsche ich euch mal ein wundervolles Osterfest, mein lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladrim. Und ja, seid gegrüßt zu einem neuen Punkt, zu einem neuen Let's Stizzle Sims 3 mit dem Zwergenfürst. Ja, ich habe zwischendurch mal so ein bisschen weitergespielt, das schon ein bisschen weitergetrieben, das Spiel. Dafür ist Let's Stizzle da. So sind es die Regeln des Let's Stizzle von mir, dem Erfinder, definiert. Dass ich auch ein bisschen offscreen weitermachen kann. Wir lassen ihn jetzt einfach so mal so ein bisschen seine Sachen machen. Und während ich jetzt hier so meinen österlichen Kaffee und ein Stückchen von dem Lammkuchen, ja, es ist Lammkuchen, hier vertilge. Ich versuche dabei nicht zu viele Esslaute von mir zu geben, werde ich vielleicht ein bisschen davon reden, was so mich in letzter Zeit beschäftigt. Ich finde das am entspanntesten auch zum Ostertag mal ein bisschen. Ah, er räumt auf, das ist schön. Ab und zu kann man ja ein bisschen das Geschehene kommunizieren, ein bisschen darüber kommunizieren, genauso. Und da ein bisschen moderieren. Vielleicht auch ein paar Aktionen ausführen. Die Sims reagieren auch relativ einfach von selbst. Momentan hat er einfach nur Hunger, um das zu mal kommentieren. Ja, ich habe auch Hunger, deshalb trinke ich jetzt einen Schluck aus meinem schönen Cappuccino. Und verspeise dazu ein Stückchen von diesem wundervollen Osterkuchen. Schreibt mir vielleicht mal in die Kommentare, was trinkt, was esst ihr so denn persönlich zum Osterkaffee trinken? Seid ihr bei Freunden, Bekannten, Verwandten, euren Großeltern? Hoffentlich ist euer Osterbraten nicht so verbrannt wie der von meinem Sim jetzt hier gerade. Ich wollte gerade sagen, den spült er nämlich gerade in der Toilette runter. Aber nein, er isst ihn sogar, den verbrannten Osterbraten. Ja, okay. So viel dazu. Was läuft bei mir in den letzten Tagen? Ja, Ostern ist, das ist ein Grund zur Freude. Halleluja. Ja, ich war jetzt mal in den letzten Tagen mal wieder verreist. Das hat der ein oder andere mitbekommen, weil ich in den Tagen weniger hochgeladen habe. Ich konnte nicht vorproduzieren, da kam es ein bisschen zu Rückläufen und ja, es kam einfach nichts, weil Zwergi nicht hier war und nicht aufnehmen konnte und nicht die Zeit hatte, etwas zu machen. Ein braver Zwergi nimmt auf. Und wer ist das? Wer zum Geier ist das? Das ist nicht meine Ehefrau.
das ist auch nicht Blacky. Wie ist denn das? Okay, er redet mit ihr. Schauen wir das mal an. Okay, ein Gast in unserem Haus. Okay, muss ich hier wohl offscreen mal, als das das letzte Mal gespielt habe, mit eingeladen haben. Sieht auch wie ein Charakter aus, den ich selbst erstellt habe. Und was ist das für ein Charakter? Wir erfahren es nicht. Was soll's? Ja, ich war zu einer, ich nenne es mal Fortbildung, da ist er schon abgehauen, die Madame, da kommt sie wieder. Seine Fortbildung war ich weg und ja, danach war ich zu den Kar- und Ostertagen, das ist ein guter Satz. Ich habe die Kar- und Ostertage begangen und gefeiert, außerhalb von zu Hause. Bei Kollegen und ja, bei vielen Leuten habe ich das gefeiert. Nee, kann er nicht. Ist er zu blöd für. Ja, lassen wir es laufen oder was? Ja, sie schläft. Auch das Klo ist verstopft. Auch das Klo stinkt bis zum Himmel. Typisch mein Sim. Ja, selbstverständlich doch. Na, wie ist so manchmal im Leben? Passieren manchmal Sachen. Es ist viel passiert in der Zeit, wo ich weg war. Ja, passieren Sachen, die sind so, wo man auf andere Leute stößt und ja, kommen wir zum Thema. Ja, es gibt gar kein Thema, aber ich habe schon so ein bisschen einen Plan gelegt, was jetzt in der nächsten Zeit passieren soll jetzt hier. Ich habe jetzt, war jetzt eine Woche lang verreist, mehr als eine Woche. Hab da nicht gedreht, muss jetzt wieder reinkommen, muss jetzt mal gucken, wie ich nach den Feiertagen jetzt hier wieder rankomme. Soll natürlich mit Pokémon Ultramond weitergehen. Und ja, da schaue ich jetzt mal, wie es da läuft. Ja, mal wieder lernen zu moderieren, wieder auf YouTube anzukommen. Ich bin wieder zurück, freut mich, dass es euch gut geht. Mir geht es. Es könnte besser gehen. Ja, danke der Nachfrage. Ein kaputter Computer. Willst du den mal reparieren? Ach Mann, Zwergi. Zwergi, nicht tanzen. Ja, es ist Ostern, ich weiß, Grund zu tanzen, aber kann man mal tanzen, aber ja, komm, einen Sessel brauchst du. Du brauchst einen Sessel hier, um das zu reparieren. Das ist mein lieber Herr Versangsgein hier. Das ist, was ist denn das für ein Honk? Ganz ehrlich, was ist das für ein Honk? Ach so, ja, bevor ich es vergesse zu sagen, vielleicht kriege ich es jetzt hier auch noch irgendwo angezeigt. Seht ihr's? Das ist das Schöne, was zwischendurch passiert ist. Es ist mir einfach rausgerutscht. Ich kann es euch mal kurz zusammenfassen. Da steht nämlich Ehefrau, falls ihr es nicht seht. Ja, mein Sim und der Lilisim haben geheiratet. Auch ein Fortschritt, den ich gern festgehalten hätte. Also eine Hochzeit in Sims ist ja nicht sehr spektakulär. Es geht ja relativ schnell. Wie ja so einiges schnell geht in diesem Spiel. Mir geht so einiges relativ unrealistisch schnell. Oh, Respekt, er räumt auf. Das sieht man auch sehr selten von dem Zwergfürst Sim. Ist nicht so häufig. Ab und dann macht das, aber ja, doch, häufiger ist es nicht der Fall. Häufiger lässt das lieber liegen. Ah, er philosophiert. Das sieht man öfters. Und das ist der echte Zwergfürst. Ja. Ist kein Geheimnis. So, mal die Kühlschlein hier aufessen. Bevor das hier noch schimmelt. Bevor das hier noch Wurzeln kriegt und wegläuft. Das ist hier magische Wurzeln und dann hier als ein Wurzeltier wegrennt. Tag vorbei, geht er schlafen. Jetzt wäre ich bei Musik.
Beide stehen auf. Schön, schön. Oh. Oh. Und dieses andere Mal. Oh. Zwei Verliebte. Oh. Ja. Wie gesagt, also manchmal passieren so Zwischenfälle und Sachen im privaten Leben, die man aber nicht in Videos unbedingt ausschmücken muss. Aber die werden auch meinen Videos nicht weiter beeinflussen und werden dann auch nicht dafür sorgen, dass irgendwelche Abstriche kommen. Professionalität heißt das. Ich werde auch weiterhin normale Videos weitermachen und fröhlich vor der Kamera sein, wenn ich im Hintergrund es nicht bin. Ja. Selbstverständlich. Warum denn auch nicht? Nach Schlafen, so kann ich meine Zeit ein bisschen vorspulen. Da habe ich vielleicht ein bisschen zu weit vorgespult. Ja. Och, es ist so schön, den Sims dabei zuzuschauen, wie die sich da ja, lieben, wie die sich mögen und wohlfühlen. Anderen dabei zuzusehen, wie sie sich wohlfühlen, das war schon immer eine schöne Sache. Ich muss sagen, das hilft einem dann auch ein bisschen, sich selbst wohlzufühlen. Naja, bei Charakteren, bei Sim-Charakteren jetzt vielleicht nicht unbedingt so wie bei echten Menschen, aber ja, ich gönne es auch gern anderen Menschen fröhlich zu sein. Jo, was gibt's noch Neues in der Welt? Ich habe ziemlich viel aus meiner Abo-Box verpasst. Ich war jetzt über eine Woche weg. Und das werde ich jetzt auch in den Ostertagen. Ja, ich habe jetzt ja ein bisschen Zeit, da werde ich mich jetzt noch so ein bisschen durchklicken durch meine Abo-Box. Das mache ich auch ganz gerne. Ist dann auch immer lustig. So. Noch Filmchen gucken. Kam viel Neues ins Kino. Ich habe gehört, vielleicht ist auch nur ein Gerücht. Man hört ja relativ viel. Und vieles, was auch nicht ganz wahr ist oder was halt nur halb wahr ist oder was gar nicht wahr ist. Ich hunte, der neue Jim Knopf-Film ist in die Kinos gekommen. Den werde ich natürlich selbstverständlich gucken. Also ein Kindheitsstückchen, also ein Stück meiner Kindheit. Jim Knopf, aber die erste Serie, ich habe die Zeichentrickserie damals geliebt als Kind. Die habe ich damals ziemlich eine meiner ersten Serien gebrochen. Wer stand am Herz? Meine Frau. Okay, das kam jetzt etwas seltsam, etwas schlimmer rüber, als ich es ausdrücken wollte. Ja. Brennt jetzt die Küche ab oder was? Können wir irgendwie Feuerwehr rufen? Ah ja, die ist schon unterwegs. Wir sehen es bloß nicht. Damals so Lilly rüber geswitcht. Das ist echt eine Chaos-WG. Das ist. Blechi ist draußen auf der Straße und labert eine Frau an. Und auf der Straße labert mit der. Meine Frau hat sie kocht. Bei uns hier öfters. Und ich stehe da im Bad. Also ja. Aber dass auch niemand in der Nähe ist. Das halt irgendwie. Ja. Brennt einfach. Oh. Blackie ist auch hier. Die Chaos-WG. Ach, die liebe ich ja auch mittlerweile. Sehr. Sehr, sehr liebe ich die. Alle haben Hunger. Nein, isst doch doch was. Isst doch was. Tut's wie ich. Esst Kuchen. Und trinkt Kaffee. Prost. So, das Käffchen ist leer. Wenn das Käffchen leer ist, heißt das immer Schluss machen. Ja, wird's Zeit. Die beiden. Die Frauen in der Küche. Oh. Der kam verletzend. Ja. Ist nicht so gemeint, das wisst ihr doch, meine Güte. Wir schalten live zu Blackie hinüber, die ist im Eiltempo.
Ja, und damit beenden wir hier diesen heutigen Sims-Part. Zwergi schläft. Ja, natürlich, selbstverständlich schläft Zwergi. Er schläft oder macht Scheiße. Was denn auch sonst? Ich würde sagen, mit diesem Bild hier, drückt mich nach oben, sollte es euch gefallen haben. Sollte es euch Spaß gemacht haben, sollte es euch unterhalten haben, mir beim Reden zugehört zu haben und auch ein bisschen den Sims beim Tun zugesehen zu haben. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Ostermontag. Ja, es müsste am Ostern, man sieht sich. Ciao, ciao, adios und frohe Ostern.